Und damit willkommen zurück zu dem The Juju Quizzetal Plotz mit George Capoeira, Jorge und 5-7. Nein, eigentlich mit Rick, Ömer, Marc und Darian. Wir sind immer noch in der Videospielsache, allerdings ist es doppelt so lang wie jede andere Kategorie. Und der aktuelle Stand ist 66 Punkte für Rick und Ömer, Gleichstand, 92 Punkte für Trin und 119 Punkte, da brauchen wir gar nicht groß drüber reden, von Marc. Auch wenn er tatsächlich nur noch 20 Punkte Vorsprung hat, oder 15, naja gut, 17, okay, gut, scheiß drauf. 27 meine ich, also ist scheiß drauf. So. So, wir haben noch zwei Teile der Videospielgeschichte offen, zwei Spezialteile. Im ersten müsst ihr nochmal was erkennen und dann was hören. Wir fangen an mit Screenshots. Ihr werdet jetzt also Screenshot bekommen. Auch hier ist wieder wichtig, ein Punkt gibt es für den kompletten Spielnamen. Der muss auch exakt sein, bis auf Zeichensetzung. Und es gibt auch noch einen Zusatzpunkt, wenn ihr den Entwickler dazu schreibt. Also zwei Punkte sind hierbei für Spiel, pro Spiel möglich. Ja, ich glaube, mehr muss ich dazu gar nicht sagen. Ein Namenentwickler. Wir haben nur 6 Screenshots, das ist also kein Riesenteil. Und ja, wenn keine Fragen mehr sind, gibt es noch Fragen, ansonsten lege ich los. Nee. Nur Namenentwickler, ne? Ja, Spielname exakt. Das ist die 5. Stelle von Pi. Der Entwickler muss übrigens nicht richtig geschrieben sein, aber man sollte zumindest erkennen können, was gemeint ist. So, okay. 6 Screenshots, es beginnt mit Nummer 1. Ah. Oh, fuck. Okay. Na, oder doch. Na, da müsste es sein. Ich bin mal ganz ruhig. Bin mir gerade beim. Der Entwickler stand vorhin da. Ihr bekommt übrigens auch einen Punkt, wenn ihr den Entwickler hinschreibt, aber das Spiel nicht, falls ihr das wissen solltet. Also nicht aufgeben, wenn ihr eine Sache wisst, ist anders. Ja, den Entwickler habe ich jetzt auch schon wieder vergessen. Schade. Schokolade. Da können sie aber mal sehen, wie sich das bei einprägt. Ja. Achso. Scheißname. Kann sie keine Sau instant merken. Oh, ich. Okay, der Entwickler war ja nicht schlimm, wenn ich es falsch war. Richtig, nur beim Spiel ist es schlimm. Da gehst du ja vor Gericht. Beim Spiel bin ich mir so ein bisschen. Ja, 50-50. Wir haben also zwei Punkte zu verteilen: nämlich für den Entwickler bei Trin und Ömer, denn es ist Arkane Studios. Es wird aber nicht mit C, sondern mit K geschrieben. Wir haben es beide mit C geschrieben. Teil 1, ja. Richtig, es handelt sich hierbei um Dishonored, die Maske des Zorns. Und dafür gibt es keine weiteren Punkte. Verdammt. Ich dachte, es wäre Teil 2, weil das sieht eigentlich ganz okay aus. Denn es handelt sich nicht um Dishonored, nicht um Dishonored 2 und auch nicht um Dishonored, die Maxe des Zorns. Alter, nein! Die Maxe des Zorns. Das ist ein DLC, oder? Alter, nein! Das ist einfach ein DLC, oder? Nein, das ist das Hauptspiel. Das ist der Untertitel des Hauptspiels. Ach, Entschuldigung, du musst dich verlesen, ha? Grillmaxe. Alter. Ja, die Bratmaxe. So, wir kommen zum zweiten Screenshot von 6. Oh fuck, das weiß ich, das weiß ich. Ja, okay. Fuck. Du würdest mich töten, wenn du mich töten, wenn ich sage, ich weiß nicht mehr, wie das Spiel heißt. Ja. Ach, Gott. Ich weiß nicht. Fuck. Ich hab keinen Plan. Unter Druck. Ich rate. Irgendwas von Atlas. Na, wahrscheinlich. Ich breche. Okay. Ich antworte. Warte, sind noch zwei Antworten. Oh Mann. Frau. Ich weiß es nicht mehr. Ich gebe auf. Ich will nicht mehr. Moment. Bin ich behindert? Egal, es ist jetzt weg. Es ist weg, ist egal. Müsste das sein, oh Mann. Ich hab so viele Spielnamen in meinem Kopf, aber. Ne. So, gut, dann. Rick, von dir kommt nichts richtig. Nee. Dann gibt es zwei Punkte für Trün, denn oh es ist Final Fantasy Type-0. Oh, lol, was? Für. Von Square Enix.
Beziehungsweise Square Enix First Blood. Merkst du meinen Fail, was ich gerade bemerkt habe? Ja, du hast den Entwickler nicht hingeschrieben, obwohl du Final Fantasy wusstest. Ja, das ist fair. Ich hätte auch gedacht, irgendwas von Final Fantasy, aber ich dachte mir, hätte auch vielleicht Shimigami Tensei sein können. Also, keine Ahnung. Shimigami Tensei 4 ist übrigens mega gut. Okay, hier kommt Screenshot Nummer 3. Ach, schon wieder so was Japanisches. Oh, geil. Ich keine Ahnung von. Du bist geil. Aber welcher Teil ist das? Erkennt man sehr deutlich, welcher Teil das ist. Ach, keine Ahnung. Passé. Scheiße, ich glaube, ich schreibe das gerade falsch. Ja. Der Entwickler. Boah. Ey, warte mal. Das ist Studio und anderen Namen. Verdammt. Fuck, ich habe doch frei schon geschrieben. Gut, beim Teil bin ich mir nicht ganz sicher, aber doch, doch muss das sein. Muss das jetzt. Kann ich finden. Oder, oder mache ich gerade kompletten Müll? Fuck, stimmt ja. Ich bin mal so frei. Darian, welches davon? Das zweite, bitte. Gut, dann haben wir insgesamt einen Punkt zu verteilen, nämlich für den Entwickler, das ist Intelligent System, der Publisher ist Nintendo. Und es handelt sich hierbei um Fire Emblem Fates, beziehungsweise Fire Emblem Vermächtnis, oder ist eigentlich relativ egal welches davon, auf jeden Fall Fire Emblem Fates, die neueste Edition. Man erkennt hier im Vordergrund Ryuma, den Prinzen des Hoshia-Reichs. Deswegen ist das Screenshot. Den Teil habe ich noch gar nicht gespielt, das schenkt mich. Ich habe nur den anderen 3DS-Teil gespielt, Awakening. Und deswegen, weil du gesagt hast, es ist eindeutig, habe ich gedacht, gut, es gibt wieder nur, gibt nur einen, aber ich habe Nee, weil man da Ryuma gesehen hat, deswegen. Ja, das war das Einzige, was mich stutzen lassen hat, weil die Charaktere haben mir nichts gesagt. Ich wollte das Echos schreiben. Aber, naja. Das ist noch nicht draußen. Okay, gut. Noch 3 Screenshots. Fire Emblem Warriors. Obwohl. Ah, das könnte man wissen. What? Ich weiß bloß nicht, was das ist für ein Teil. Sag einfach mal der. Ach. Ich passe. Wohl. Was ist das hier, oder? Ja, passe, passe. Wie ist der Entwickler davon? Ah, das weiß ich. Sag mal, Rick, kann es sein, dass deine Karte gerade schon in der Box war und du sie da wieder rausgenommen hast? Nein, die war nicht in der Box. Ich wollte die kurz rausnehmen, hab's dann aber doch sein lassen. Ja, stimmt. Aber warum hast du die dann wieder auf der Hand? Weil ich noch den Entwickler hinschreiben wollte. Ja, aber die war schon in der Box, oder? Nein. Ich hab sie rausgenommen aus meiner Box, aber nicht reingepackt in die rote. Ja, will ich dir mal glauben. Guck mir das an meiner Aufnahme nochmal an. Wenn du mich anlügst, dann bist du automatisch letzter Platz. Na gut, das wäre jetzt nicht so schlimm. Noch nie gespielt. Willst du wirklich, dass ich weiterkomme? Ja, na klar. Boah. Oh, wie nett. Das ist krass, aber... So, immer kommt von dir was, oder nicht? Nein, ich habe ja gesagt, ich passe, ich kenne das Spiel absolut nicht. Wenn das ist, was ich geschrieben habe, dann habe ich es noch nie gespielt. Ich habe es sowieso noch nie gespielt. Okay, also wir haben zu verteilen 2 Punkte. Einer geht an Rick und einer an Mark für den Namen jeweils, denn es ist Soul Calibur 4. Und ja, Soul Calibur 4 erkennen wir daran, dass die Gastcharaktere Yoda, Darth Vader und Starkiller aus Star Wars waren. Und der Entwickler, der Publisher ist Bandai Namco, das ist richtig, aber der Entwickler ist Project Soul. Hättest du auch Namco Bandai zählen lassen? Ich lasse auch Bandai Namco nicht zählen, nein, weil der Entwickler ist Project Soul, also nein. Ach, verdammt. Cool. Das steht hier gar nicht. So, wir haben noch 2 Screenshots. Oh, das ist Rätschreibung, ne? Oh, da frage ich mich. Muss ich gleich fragen. Hat das Studio noch... Beim Studio habe ich ja gesagt, das ist nicht ganz so wichtig. Da muss man erkennen, was es ist. Tut mir leid, also wenn das jetzt falsch ist, dann sind meine 2000 Stunden Spielzeit umsonst gewesen.
2006, ich bin nur bei 1750. Ich bin locker jetzt schon bei 2000. Bin ich mir ziemlich sicher. Ich guck mal. Es gibt eine Seite, Wasted on LOL. Ja, Wasted on LOL, ja. Aber ich hab auch mal einen Knirps. Einfach mal verdammt. Wir sind so behindert. Was denn? Nichts. Hä? Hat schon jeder seine Karte abgegeben? Ja, naja, sag mal warum. So. Es ist ziemlich eindeutig, aber. So. Ist das Dota oder ne? Nee, ich hatte nicht gesehen, dass wir alle abgegeben haben. Nein, also es handelt sich natürlich um League of Legends, League of Legends von Riot Games, gibt an alle 2 Punkte. Ja, ich habe auch Riot gelten lassen, auch wenn es Riot Games ist. Ja, ich war mir nicht sicher, ob es Riot, Riot Studios, Riot Entertainment, weiß ich. Gut, und damit kommen wir zum letzten Screenshot. Nee, ich hätte dich gefragt, hättest du auch League of Legends Clash of Fates gelten lassen? Ach, tschu. Offiziell League of Legends. Was ist das denn? Offiziell war es früher so, League of Legends Clash of Fates. Wikipedia sagt League of Legends. Ja, gut. Und wenn du Clash of Fates geschrieben hättest, hätte ich gegoogelt, ob das denn korrekt ist. Es war mal. Wer spielt denn da? Da spielt Pegasus. Und. Was ist das? Sauer Pussy und Twinoy Thief BR. Pussy. Und Evil Lysen. Evil. Okay, gut, wir haben damit, Moment, müssen wir kurz rechnen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehr sexy Zahlen. 6 von 8 Punkten zu verteilen. Yeah. Denn es gibt 2 Punkte für Trünn, 2 für Mark und 2 für Ömer. Es handelt sich um Dota 2 von Valve. Echt? Corporation, ja. Ja. Oh Mann, das Interface sieht. Hä? Das Interface kam mir sehr unbekannt vor, weil. Das ist mittlerweile so oft neu gemacht worden. Ja. Okay. Ich hatte. Ja. Deswegen, ich hatte Heroes of the Storm. Oh, nee, naja. Doch ein Stück anders aus. Das so, liebe Leute, an der Stelle nochmal ein ganz kleiner Aufnahmecut. Wir machen jetzt nochmal das mit dem Sync-Video, denn jetzt geht es noch einmal zu einem Videoteil. Ja, ja. Ich sitze auf meinem Stuhl, auf meinem Kabel. So, damit läuft die Aufnahme wieder. Wenn es bei irgendeinem gleich nicht losgeht, müsst ihr sofort wieder Bescheid sagen. Ihr werdet jetzt unterschiedlich lange Ausschnitte aus Videospiel-Soundtracks hören. Um genau zu sein, werdet ihr 13 Stück davon hören. Du willst mich doch in den Arsch ficken, oder? Es gibt 2 Punkte zu verteilen pro Lied. 1 Punkt gibt es auf den genauen Spieltitel, also wieder so genau wie bei den ganzen letzten Dingern. Und einen Zusatzpunkt kann man auch bekommen auf den Liedtitel, aber das ist natürlich etwas schwerer. Ja, wenn alle bereit sind, würde ich sagen, ich starte jetzt direkt das erste und wenn es bei irgendeinem nicht losgeht, sofort Bescheid sagen. Also was nochmal genau? Auf den Spieltitel? Und Liedtitel. Okay. Das war jetzt wirklich nicht so viel, dass man... Zähl nochmal alles auf, bitte. Warte, okay, es geht los mit Nummer 1 von 13. Ich wollte mich nochmal vergesichern. Presse. Vergesichern. Keine Ahnung. Bitte, was? Ich auch nicht. Aber ich hätte trotzdem mal was gesagt. Ich habe ein paar Vermutungen. Ich habe eine Vermutung bei Chu, aber sonst. Ich habe 2 Vermutungen, da war ich mir jetzt nicht sicher. Also beim Spiel. Absolut keine Ahnung, ich rate einfach mal so danach an. Oh, wehe. Scheiße, das heißt. Okay, wir haben 2 Punkte zu verteilen. Einer geht an Rick und einer an Trünn, denn das ist Gothic 1 mit dem Lied The Old Camp bzw. Das alte Lager. Oh mein Gott, ich wusste es. Typisch Chu kommt erstmal Gothic. Gothic. So. Gothic. Hat mich das hat man halt ganz gut erkannt, weil es halt so alt klingt und Skyrim hätte ich bei ihm halt nicht vermutet. Hallo liebe Zuschauer, ich bin der Julian, der Ju, ich spreche jetzt gerade aus der Zukunft zu dem Zeitpunkt, wo ich das hier gerade schneide und diese kleine Sprachnotiz hier aufnehme, ist das Quiz schon seit Monaten fertig, ihr seht es jetzt gerade dann endlich online, also wir haben es glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, im Januar oder Februar aufgenommen und ich will nur mal ganz kurz hier was einwerfen, ja, Rick, auch wenn du das in der Zukunft siehst und auch an alle anderen Zuschauer, gerade eben vor wenigen Sekunden kam von Rick diese
Anmerkung, ja, es klang schon alt, und Skyrim hätte ich bei ihm nicht vermutet. So, dazu muss ich einmal ganz kurz zwei Dinge in den Raum werfen. Erstens, mal abgesehen davon, ne, ich bin auch ein sehr großer The Elder Scrolls Fan. Also ich habe allein hier, Moment, ich muss nur einen Arm ausstrecken und habe schon die Morrowind Game of the Year Edition in meiner Hand. Hinter mir liegt irgendwo Oblivion, die gleiche, im Schrank. Ich spiele momentan The Elder Scrolls Online und ich habe auch Skyrim sehr viel gespielt. Also habe ich irgendwie das gerade gar nicht verstanden. Dieses hätte ich bei ihm gar nicht vermutet. Das hat mich gerade irgendwie beim Schneiden etwas aus dem Konzept gebracht. So, hä, what the fuck? Und abgesehen davon scheint mir hier das Prinzip des Quizzes irgendwie noch nicht ganz klar gewesen zu sein für den Rickelfickel. Wie man sicherlich auch im Musikteil zum Beispiel öfter gemerkt hat, geht es hier nicht nur um Kram, den ich mag und der mir gefällt und den ich am liebsten spiele oder höre oder sonst was, sondern ich habe hier versucht, schon ein möglichst breites Spektrum aufzumachen, natürlich trotzdem noch etwas spezieller, damit für das Videospiel-Quiz, das große, was dann noch kommt, noch mehr noch offen bleibt. Aber trotzdem, nicht jedes Lied, was hier vorkommt, muss unbedingt was sein, was wovon ich ein großer Fan bin oder so. Das hat mich daher etwas verwundert. Und ich habe auch allgemein versucht, Titel zu nehmen, die man kennen könnte als jemand, der schon ein paar Videospiele gespielt hat. Aber gut, mehr wollte ich dazu jetzt gar nicht sagen. Das hat mich nur gerade ein kleines bisschen aus dem Konzept gebracht. Ich schneide jetzt weiter und ihr könnt das geschnitten. Deswegen. Lied 2. Age of Empires. 2 HD. Egal was es ist, es hört sich genial an. Es hört sich richtig das geil geilste an. Lied aus dem Soundtrack, muss ich auch mal wirklich sagen. Ja, Soundtrack höre ich auch sehr, sehr, sehr gern übrigens. Das kann ja gar nicht sein. Ach oh Mann. Nee, tut mir leid. Ich puffe, ich find's genial, aber ich weiß ich nicht. Ich find's was. Auch übelst geil, aber hier hast du einen Joker. Okay. Punkte gut geschrieben. 2 sind möglich. Okay, Rick, kommt von dir was? Nee. Okay, dann ja, gibt's keine Punkte zu verteilen. Das ist 47 Makes a Decision von Hitman 2 Silent Assassin. Ach du Schande, hätte ich ja gar nicht vermutet. Ich hab das noch nie in Silent Assassin gehört, oder ich bin taub. Kommt während der Sequenz nach dem Prolog, zwischen Prolog und erster Mission, wenn 47 seinen alten Beruf wieder annimmt. Ah. Und auch noch manchmal zwischendurch während besonderer Ereignisse. Meistens in den Leveln dann. Ziemlich Koch. Nein, das Lied heißt übrigens nicht Koch im Arsch, genauso wenig hieß das erste, Mark. Mann! Es geht weiter mit Nummer 3. Ich hab echt gedacht, dass es irgendein Weltkriegteil irgendwas war. Irgendein Armee, es hat sich alles, für mich so nach. Entschuldigung. Ich weiß leider nicht. So ein geiles Spiel. Also wenn es das Spiel ist, was ich aufgeschrieben habe und ich kann es nicht schreiben, dann... Ich habe es nie gespielt. Ich freue mich auf ein gewisses Spiel, was demnächst rauskommt. Ja. Ah, es wird super. Ich muss es mir immer noch vorbestellen. Ja, gut. Du hast es noch nicht vorbestellt. Ich habe damals das Geld gebackt, deswegen habe ich... Ja, ich hatte damals kein Geld zum Becken. So, wir haben damit, aufgrund von exakter Schreibweise, was ja relevant ist, abgesehen von Zeichensetzung, haben wir 2 Punkte an Trun und an Rick. Ja, klar. Denn es ist Banjo-Kazooie, das ist richtig, aber wird ein bisschen anders geschrieben. Und das Lied ist der Spiral Mountain.
Ah, Spiral Mountain. Ah. Ja, nicht mehr. Ah. Wird das dann eigentlich geschrieben? Warte, ich schreib's dir auf. Oh ja, okay. Gut, jetzt gehen wir weiter mit Nummer 4. Wo ist Kazooie? Nochmal Pause. Hier ist wichtig, ihr hört jetzt zwei Lieder aus einem Spiel, also nach dem ersten nicht sofort aufgeben, vielleicht erstmal komplett durchhören, die sich ein bisschen unterscheiden und das wollte ich nur nochmal deutlich machen. Also ihr hört zwei verschiedene Teile. Noch zwei Punkte für zwei Lieder. Geringste Ahnung. Also es gibt insgesamt hier drei mögliche Punkte für Spiel und für beide Lieder. Okay, drin. Warum kommt mir das Lied, das zweite, so bekannt vor? Ziemlich cooles Lied. Es kommt mir so bekannt vor. So, also kriege ich von irgendwem eine Antwort, oder? Ja, ich versuch's so einfach mal, aber ich glaube nicht, dass das stimmt. Ich glaube, das ist sogar weit verfehlt. Okay. Aber es kommt mir so übelst bekannt vor, als hätte ich das schon vor kurzem irgendwann angeschmissen. Das glaubst aber nur du. So, Rick, von dir kommt nichts? Mhm. Okay, gibt ansonsten dann keine Punkte, außer die drei für den Trin-Joker. Es handelt sich um Tomb Raider, The Angel of Darkness. Und die Lieder waren einmal The Serpent Rouge, das ist eine Disco in Paris, da spielt das Lied. Und das zweite Lied ist Dance of the Lux Veritatis. Tomb Raider hat solche Gesundheit. Musik. Diese Geige und dieses Umgefiedelte, das hörte sich richtig an nach, weißt du? Ja, hörte sich schon ein bisschen an nach Operation Raccoon City, stimmt. Da gab es ein relativ ähnliches Lied, glaube ich, aber wie auch immer, es geht weiter. Nummer 5. Angel of Buckness. Das war's. Dürfen wir das nochmal hören? Nein. Verdammt. Ach, bitteschön. Wieder keine Ahnung. Ich achte viel zu selten auf die Lieder von Spielen, die ich spiele. Echt? Ja. Das klingt also zwar nach eigentlich nie. Es klingt zwar nach wunderschöner NES-Gedudelei, aber mehr fällt mir dazu auch nicht ein. Immer kommt von dir dann was? Moment. Ich hab die Musik. Ich kenne die Musik. Ich kenne die Musik so gut. Ich kenne die Musik auch. Du hast gerade so gefragt, immer können wir es nochmal hören. Du hast gerade so Shazam-Videospielmusik rausgeholt. Ja, aber mit dem Headset, weißt du? Ja, klar. Einfach so ranhalten. Und das ist eigentlich eine richtig gute Idee. Ich glaube, ich sollte mein Handy rauskramen. Okay, also kommt was oder nicht? Der Timer läuft. Nein, dann läuft er nicht. Okay. Wir haben keine richtige Antwort. Es handelt sich um Castlevania für den NES und es ist das Lied Vampire Killer. Ich hatte an Mega Man gedacht. Mega Man? Ich wusste, dass es Castlevania war, ich wusste nicht, welcher Teil. Und ich wusste, dass es nicht Bloody Tears ist. Aber wenn ich Mega Man höre, dann denke ich nur an eine einzige Musik. Jetzt geht weiter! Ja, Wily Stage 1 ist das. Ja. Oh, das weiß ich. Oh. Ich kenne davon auch den Titel. Sie hat übrigens drei verschiedene Titel. Oh verdammt. Heißt das? Oh. Darf ich das nicht, bitte? Ich hab den Song schon verhaftet.
ich hab keine Ahnung, ich weiß nicht, wie der Titel geschrieben wurde, irgendwie so, war das das? Also, bin ich gerade geistig behindert? Ich hab das schon voll auf den Videos gehört, aber... kaum irgendwo einordnen. Nino kann das spielen. Oh. Ich konnte es auch mal spielen, aber... Wie wird das geschrieben? Ja. Na, das ist nicht so mega wichtig beim Liedtitel ist nicht so wichtig. Okay, dann schreibe ich so. Ich passe. Me too. Vor allem beim nächsten Mal wäre cool, wenn alle so von Anfang an ruhig sind, weil die Anfangsnoten, das sind immer so die Noten, die ich von Spielen kenne. So, ja, dann sind wir einfach alle ruhig. Sorry. Okay, also wir haben 3 Punkte zu verteilen für den Spieltitel. Es ist Final Fantasy X und das ist das Lied To Zanarkand, beziehungsweise Zanarkand oder At Zanarkand gibt's in den 3 Namen. Ja, eines der... Ja, und Rick, für dich wieder scheiß Japanokram. Kannst du mir verpassen? Das habe ich nie gesagt. So geil und emotional. So ein unfassbar gutes Lied, ja. Und das Spiel ist generell sehr... Final Fantasy finde ich echt gut. Echt? Gut. Ja. Dann geht es weiter mit Nummer 7. Bevor ihr es abgibt. So, bevor ihr es mir reinwerft, Rick, du hast es schon reingeworfen. Ich gebe es dir deshalb nochmal zurück, ich habe noch nicht drauf geschaut. Okay. Ich muss euch nämlich hier noch einen Tipp geben. Es ist relevant, in welchem Spiel wir genau dieses Lied hören. In genau welchem Spiel. Dankeschön. Ja gut, das, die Sache ist... Weil das muss ich dazu sagen, auch. Sonst gäbe es hier vielleicht Stress. Ich passe. Ja gut, dann ist es vielleicht doch das. Dann hänge ich halt ein Mod dran. Ich auch. Super Spiel und super Lied. Ja. Ömer? Nee. Okay. Sorry. Ja, dann haben wir 4 Punkte zu verteilen an die beiden. Es ist... Halt, stopp! 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 Nee, haben wir nicht. Rick nur ein. Es ist das Moon Theme, offizieller Liedname, aus DuckTales Remastered. Das ist wichtig, weil es ist nicht das Original, sondern die Remastered. Yes. Da habe ich 2 Punkte. Nee, ein Punkt. Hä? Ich habe DuckTales Remastered geschrieben. Ja, genau, das ist ein Punkt. Und Moon Theme. Ach so. Kompletter Liedname. Das ist zumindest wichtig. Wenn du jetzt statt Moon, was für sich Moon geschrieben hättest, oder Theme falsch oder so, das ja, aber Moon Theme ist hier wichtig. Lecker. Nummer 8. Zwei Dinge habe ich drin. Ich habe so ein kleines Problem gerade. Ja. Ich muss auch. Mit dem Titel. Also mit dem Spielenamen. Bin mir auch nicht ganz sicher. Also ich bin mir überhaupt nicht sicher. Aber die ersten paar Töne. Und ich weiß, ich war mir vorhin unsicher. Übrigens, ich gebe dir das trotzdem, Rick. Theme ist ein Scheißwort. Das ist nett von dir. Ja. Ich weiß, ich sollte bei meinen Dingern jetzt bleiben, aber das hat mich jetzt gerade so beschäftigt, während ich dieses Lied gerade anhatte. Das konnte ich einfach dann nicht stehen lassen. Ich wurde emotional. Ich, also das Problem hat jeder abgegeben? Ja. Ja. Das Problem, also jetzt kann ich ja direkt sagen, bei dem Spieltitel ist, das Level gibt's halt fast jedem Sonic-Spiel, das klingt in jedem Spiel anders. Nein. Richtig, und in der Ausführung, in der wir es hier hatten, ist es aus Sonic the Hedgehog und es ist die Green Hill Zone. Oh, den Beutel hier nicht. Inwiefern gibt es das denn in mehreren Ausführungen? Damit also so gibt es nur bei Sonic 1. Echt? Ja.
Okay, dann habe ich einfach so verstanden. Habe ich jetzt überhaupt einen Punkt dafür bekommen? Oder? Ja, für Green Hill Zone. Theme. Ich habe ja gesagt, Theme ist ein Scheißwort, das lassen wir weg. Okay. So. Ich hatte Mario Kart, keine Ahnung. Keine Ahnung, die ersten Töne kamen mir so bekannt vor, dann Nummer 9. Mehr und dann habe ich, ach, keine Ahnung. Hierbei ist nicht unbedingt wichtig, von welcher Ausführung, also wie jetzt hier bei DuckTales Remastered oder nicht Remastered, das ist hierbei nicht wichtig, wenn es hier sowas geben sollte. Ich kenne das Lied, mir ist aber gar nichts eingefallen. Irgendwas Japanisches wieder. Ja. Keine Ahnung. Ich finde, das hört man raus. Ich passe. Ja, weil Japan nun mal alles besser macht. Also es hört sich an wie irgendwie das Menü-Theme davon. Nee, hier. Menü-Theme, nee. Ich finde doch interessant, dass zum Beispiel bei dem neuen Zelda, da klingt die Stimme von Zelda auf Japanisch irgendwie besser als auf Englisch. Viel besser, und als sie da angefangen hat zu weinen, ey. Ja, das war sowieso da. Klar, kommt von dir was? Ich wollte nur mehr. Selbst das Deutsche klingt da noch besser als das Englische. Ja, nee, ich lasse es. Okay, gut, dann haben wir keinen Punkt zu verteilen. Es handelt sich um Final Fantasy IV mit Within the Giant bzw. Giant's Dungeon. Ja. Final Fantasy hatte ich mir gedacht, aber da jetzt den Teil zu raten, das war mir zu doof. Und wir kommen zu Nummer 10. Wir haben es fast hinter uns hier schon. Die Soundtracks. Und dann fehlen nur zwei Kategorien. Das ist irgendwas auf dem Gameboy. So, Ju? Bitte? Ich bin gespannt, was du dazu sagst. Ich weiß, dass es falsch ist, aber ich hoffe, du weißt, woher dieser Gedanke kommt. Ah ja, ich weiß es, woher der Gedanke kommt. Du achtest hier super genau auf die Rechtschreibung, oder? Ja. Ach, fuck, ich, dann müsste es so sein. Aber außer, aber nicht Zeichensetzung. Spielen, ne? Oh Gott. Was gehört, Ju? Bitte? Damit meine ich nicht dieses scheiß Smartphone. Ja, yeah, ich weiß schon, welches du meinst, glaube ich. So, Alarm abgegeben. Immer meintest du damit, also es ist falsch, aber meintest du damit Ninja Gaiden? Nein. Dann weiß ich nicht, was du meinst. Kennst du, das heißt sogar, kennst du dieses, ich glaube, das heißt gar nicht Impossible, sondern I Wanna Be The Guy. Ja. Kennst du das? Ja, klar. Da gibt's das Lied auch, ja. Ja, da gibt's das Lied auch. Wir haben hier, aus dem Spiel Ghosts and Goblins. Genau. Stage 1. War das für ein Gameboy? Nee, NES. Echt? Und damit. Das klingt halt 1 zu 1 wie. Vor allem teilweise die Sounds klingen halt echt wie aus Pokémon. Ja, ich hab Pokémon halt Gelbe in die Zunge getippt. Ich hab blaue. Ja, Pokémon, da kennt man das. Also ich wusste, dass es von Dings ist. Von I Wanna Be The Guy, also dass es da verwendet wird. Ich wusste auch, dass der Typ, bei dem ich das geschaut habe, und zwar das war bei Shadow Soul, der hat da sogar gesagt, oh, das ist von dem und dem Spiel, aber... Es geht weiter. I have no clue. Nummer 11 von 13. Auch hier ist die Ausführung des Spiels irrelevant. Also die Version. Ach nein! Oh, dann hätte ich es nochmal geändert. Keine Ahnung. Egal. Scheiße. Behalt die Karte. Mach damit, was du willst. Hätte ich meins nochmal geändert. Passt. Ja.
Ach, du bist schon einer. Also, wir haben, Moment. Ja, okay, wir haben einen Punkt zu verteilen an Tryngedair. Ja, das für... ist nämlich die HD-Auflage, ne? Ich habe gesagt, die Ausführung ist nicht, ist egal. Echt? Ja, es handelt sich bei dem Lied um die Scamba aus The Secret of Monkey Island. Ach, stimmt, verdammt, der erste Teil. Tales of Monkey Island. Tales of ist Teil 3. Nee, ja. Tales of ist Teil 5 quasi. Ach stimmt, das ist die von... Telltale. Ja. Telltale. Genau. Ja, das ist die Scamba, also ein Punkt dafür, aber The Secret of Monkey Island 1 okay, quasi. So, noch ich zwei auch schön, Lieder. Dass die, ich finde auch schön, dass die jetzt Scamba heißt, wie die Programmiersprache. Ja, richtig. Ja. Erstmal ein Krog drauf. Was Japanisches. Moment. Aus einem großartigen Soundtrack. Vorletztes Lied war das. Also das Spiel ist genial. Der Soundtrack klingt cool, aber ich kenne das Spiel nicht. Der Soundtrack ist... Dafür so sollte geil. Man dich übrigens verbrennen tun. Ich kenne das auch ach, nicht. Ach, ja, ich erinnere mich. Dankeschön, Jim. Nein, egal. Rick, kommt von dir was? Nö. Okay, dann haben wir nur einen Punkt zu verteilen an Ömer für das Spiel. Ey. Das ist Kingdom Hearts 2. Ja. Mit dem Titel Tension Rising. Oh, verdammt. Okay. Okay. Weißt du, was das Witzige ist? Ich hab genau das auf dem Handy. Kingdom Hearts 2 gespielt hab, tut mir leid. Und du hast kürzlich gesagt, du hast Kingdom Hearts 2 gar nicht gespielt. Ich hab Kingdom Hearts 2 gespielt. Du hast kürzlich gesagt, du hast es nicht gespielt, du Spast. Ich hab es gespielt, du Spast. Ja, aber gerade hast du gesagt, du hast es nicht gespielt, du Spast. Wir kommen zum letzten Lied. Wichser. Ja, meine ich nicht. Hier muss ich aus Copyright-Gründen ab und zu kurz reinreden. Liegt zu viel Schnee draußen. Ah, nee. Schlimmes Wetter. Mein Halsschleim löst sich. Sehr schön. Ja, ich kann das Lied gar nicht hören. Ich auch nicht. Es ist so leise. Aber bitte alle ruhig sein, damit das Lied... Zu früh, spät. Also ich gebe nichts ab, ich habe keine Ahnung. Ich gebe was ab, aber warte mal. Ich will noch eine Zahl ändern. Ich muss Kritik üben. In dieser Kategorie war mir bisher zu wenig Metal Gear Solid. Oh, Metal Gear Solid ist gut. Ist ein bisschen Snake-Eater. Okay, also Rick, Ömer, ihr gebt nichts ab? Nein. Nö. Gut, dann haben wir keinen Punkt. Von Hans Zimmer komponiert aus Call of Duty Modern Warfare 2. Fuck! Nicht 3. Ich hab 3. Ich wusste, ich kannte das so. Und das Lied ist bekannt unter dem Namen Main Title bzw. Opening Theme. Das kam mir so bekannt vor. Ich wusste einen Modern Warfare Teil. Ich hab nur 2 und 3 gespielt. Ich konnte es nicht zuordnen. Ja. Das müsste sogar ich eigentlich wissen, weil ich das auch schon öfter gespielt. Haben wir jetzt einen aktuellen Stand von 75 Rick, 73 Ömer, 114 Trün und 125 Mark. Wir haben noch 2 Kategorien offen. Und der Joker, da rechne ich gleich, aber erstmal ganz kurz. An wen geht die nächste Runde? Wer darf entscheiden zum Schluss nochmal? Nee, das ist hellblau. Trün. Nö. Nö. 100. Bis zur nächsten Folge, dann sage ich, wer den Joker bekommt. Tschüss. Ciao, ciao.